Weiter geht es mit der Draft Class 2018. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. An dieser Stelle mal ein fettes Dankeschön für den ganzen positiven Support in diesem neuen Format. Mir macht selber mega viel Spaß und Bock. Das ist, glaube ich, die erste Draft Class, die ich echt richtig auseinandernehme, auch für mich selber. Auch wenn das Ganze sehr, sehr zeitintensiv ist. Also wenn ich jetzt nicht schon angefangen hätte, wirklich vor ein paar Wochen, beziehungsweise eigentlich glaube ich jetzt schon seit 2 Monaten, mir die Top 10 komplett reinzuziehen, dann würde ich glaube ich jetzt echt baden gehen. Michael Porter Jr. ist trotz allem ein Prospect, was brutal schwer war und immer noch ist. Da wirklich eine Prognose abzugeben, das auf dieses Video, ich freue mich total, es hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ich habe mir super viele Berichte, Scouting-Berichte, Reports, Artikel. Ich habe mir Videos reingezogen, um diesen Mann irgendwie einordnen zu können, der jetzt aufgrund seiner Verletzung tatsächlich nur 3 College-Spiele absolviert hat. Wir werden trotzdem versuchen, ihn einzuordnen, und deswegen fangen wir erstmal an mit dem leichtesten, seine ganz normalen persönlichen Informationen. 2,8 groß, 97 Kilo schwer, hat sich nochmal ein bisschen Gewicht draufgepackt jetzt die letzten paar Wochen und Monate. 20 Jahre alt, Forward, Small Forward, Power Forward. Ja, viele Berichte sagen, sie würden ihn überhaupt nicht einordnen. Manche stellen ihn sogar auf die 2 als Shooting Guard. Also sehr, sehr flexibel und variabel. Das kann man ihm wirklich nicht absprechen. Auf jeden Fall die Randdaten schon mal beeindruckend, und er hat eine unfassbare Spannweite, die ich gerade leider nicht mehr auswendig habe im Kopf, aber sie ist auf jeden Fall 2,12, 2,13, irgendwie sowas in der Richtung. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir rein, College Stats. Michael Porter Jr. hat sich direkt in seinem ersten NCAA-Game verletzt. Und diese Verletzung hat ihn dann 4 Monate komplett rausgenommen. Auch hier kommen wir wieder zu dem Punkt, es geht nicht nur darum zu beurteilen Stärken und Schwächen, sondern ja, auch wie ist der Spieler gesundheitlich? Wie kommt dieser Spieler gesundheitlich daher? Wie präsentiert er sich im Combine? Er war jetzt bei den Bulls, dort waren die Dallas Mavericks auch, haben sich ihn dort auch angesehen und sind sehr, sehr beeindruckt von ihm. Aber natürlich, dieser medizinische Bericht von ihm, der komplett offen dargelegt wird, weil ansonsten würde er, glaube ich, wirklich komplett durchrutschen bis ins Nirvana. Er hatte am Anfang ja eigentlich Schmerzen im Fuß, Oberschenkel, also im unteren Bereich, Unterschenkel auch. Der sogenannte Faserring der Bandscheibe zwischen dem L3 und L4 Wirbel, ich lese das jetzt vor, ich bin kein Arzt, okay? Also im unteren Rücken, nahe der Hüfte, war geplatzt, somit trat der zähflüssige Galertkern aus und drückte auf den Nerv. Obwohl das hier oben ist, diese Verletzung, strahlt es komplett nach unten aus. Machen wir es kurz, seine Rückfallwahrscheinlichkeit ist momentan auf ca. 20% geschätzt. Trotz allem hat ihn diese Verletzung natürlich eventuell die Nummer 1 Draft Pick gekostet. Denn er war eigentlich, bevor er verletzt war, der klare Kandidat für den Nummer 1 Draft Pick. Das wissen die meisten überhaupt nicht, weil er dann wirklich halt einfach 4 Monate raus war. Und dann hieß es nur noch Doncic, dann hieß es nur noch Ayton, zwischenzeitlich auch Trae Young und Michael Porter Jr. natürlich jetzt auf der 1. Er sagt zwar selber beim Combine, freut mich ja immer, dass die jungen Leute dann auch so selbstbewusst sind. Ey, aber du warst 4 Monate raus. Du hast 3 College-Spiele gemacht. In diesen 3 College-Spielen hast du diese Stats aufgelegt. 10 Punkte, 6,7 Rebounds, dann 1 Steal pro Game und Field Goal Percentage 33%. Damit kannst du halt nicht sagen, ich bin der Nummer 1 Draft-Pick. Ist einfach so. Da sind andere Kandidaten halt wesentlich, wesentlich krasser. Trotz allem habe ich mir für euch jetzt einfach mal, weil 3 Spiele zu beurteilen, ist natürlich ein bisschen ätzend und madig, seine Highschool-Stats rausgesucht. Und die sind halt natürlich echt richtig, richtig krass. Aber nicht vergessen, Highschool ist Highschool, College ist College und NBA ist NBA. Aber trotz allem 34,8 Punkte, 13,8 Rebounds. Er schaffte es damit, seinem Team einen 29:0 Rekord aufzustellen und ballert fast die 50% from downtown. Das ist wirklich überragend. Er hat in der Highschool
einfach super geil gespielt und der Hype war natürlich dann gigantisch. Dann kommt die Verletzung und du rutschst jetzt erstmal auf jeden Fall raus aus den Top 3. Ich werde später noch sagen, wo ich denke, dass er landen wird. Gehen wir rein in seine Stärken. Gehen wir rein in seine Stärken, ja. So. Also, was bekommen wir denn? Wir bekommen einen Wingman mit einer unglaublichen Power, der daherkommt wie ein Bulldozer. Also wirklich im Fastbreak in der Transition. Ich möchte nicht vor ihm stehen. Ich möchte ihn nicht verteidigen. Dieser Typ wirkt irgendwie, ich will ihn ja auch nicht mit Ben Simmons vergleichen, weil der wirkt einfach noch brutaler vom Körperbau. Ja, ich weiß auch nicht. Wie eine Dampfwalze, die anfängt loszurollen und dann kannst du einfach im Fastbreak und in der Transition kannst du Michael Porter Jr. eigentlich nicht stoppen. Der hat ja auch ein extrem gutes Gefühl, wie er laufen muss, wie er dann den Abschluss suchen muss. Catch and Shoot, ja, bei ihm auch einfach eine gute Waffe. Das heißt, das kann man ja aus der Transition heraus auch spielen über 2-3 Stationen. Da ist er wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Spieler und macht es auch gut. Kommen wir zu seiner Wurftechnik. Ich bin jemand, ich achte sehr, sehr viel auf den Wurf. Ist der von der Technik her sauber? Wie ist das Abklappen? Wie springt der hoch von der Fußstellung her? Wie ist die Körperspannung? Etc. etc. Auch wenn ich das bis jetzt noch nicht habe einfließen lassen. Aber zum Beispiel würde ich jetzt die Wurftechnik von Michael Porter Jr. über die von Trae Young stellen. Trae Young hat natürlich, genau so wie Steph. Steph hat eigentlich, das ist halt kein, du gehst jetzt nicht in die Schule, Highschool und College und sagst, also wir machen heute Wurftechnik und wir werfen so wie Steph Curry. Das macht halt kein Mensch, weil niemand so wirft wie dieser Typ. Und Michael Porter Jr. hat wirklich eine sehr, sehr saubere Wurftechnik. Schön mit Abklappen, steht schön in der Luft, gute Fußarbeit, Catch and Shoot. Gefällt mir richtig, richtig gut. Erinnert mich so ein bisschen an den Wurfstil von Ray Allen und Klay Thompson. So eine Mischung aus den beiden, aber trotzdem irgendwie sein eigener Stil. Deswegen sein Wurf, ich glaube, den kann er auch mit in die NBA nehmen. Ihm muss allerdings bewusst sein, und das darf man jetzt auch nicht vergessen, weil wir gerade eben die College-Stats gesehen haben. Er hat einfach, wenn es dann wirklich gegen härtere Gegner geht, gerade mal so 30% und ich glaube sogar stellenweise unter 30% geworfen. In der NBA wird nochmal härter verteidigt. Es wird nicht leichter werden. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung ist von Michael Porter Jr., sich nach 3 College Games trotzdem für die Draft Class 2018 anzumelden. Aber das muss er selber wissen. Ne? Natürlich, aufgrund seiner Körpergröße, seiner Spannweite und seines Körperbaus aggressiv beim Rebound. Allerdings muss man hier auch echt ein Aber mit einfügen, eher offensiv als defensiv. Er ist offensiv am Brett wesentlich stärker als defensiv. Defensiv ist, wir werden gleich dazu kommen, Michael Porter Jr. in der Defense ist jetzt nicht das, was ich nice nennen würde. Gut. Und natürlich aufgrund seiner, auch wieder seiner physikalischen Voraussetzungen, ist er oder er wäre ein solider Shotblocker. Das muss er sich einfach noch draufpacken. Mit diesen Armen und mit dieser Größe muss er einfach noch wesentlich besser verteidigen. Am Mann, die Würfe draußen, am Perimeter, in der Zone. Aber da werden wir jetzt gleich dazu kommen. Das sind seine Stärken. Super schnell in der Transitioner. Wurftechnik, richtig nice, gefällt mir. Und am Brett einfach vorne aggressiv, geht auch seinen eigenen Fehlwürfen hinterher. Hinten, ja, kommen wir gleich dazu. Und er hat halt einfach noch die Möglichkeiten in der Defense bestimmt 3, 4, 5 Stufen besser zu werden. Okay, das sind erstmal seine Stärken. Jetzt kommen wir zu seinen Schwächen. Und die sind halt echt leider, leider eklatant. So. Dir muss klar sein, wenn du dir einen Michael Porter Jr. ins Team holst, ist es ein Spieler, den du nicht den Ball geben kannst, um den Spielaufbau zu machen. Wir haben hier keinen LeBron James, wir haben hier keinen Ben Simmons, wir haben hier keinen Jason Tatum. Das ist ein Spieler, den musst du in Szene setzen. Du brauchst einen Point Guard, du brauchst ein Team,
der Michael Porter Jr. in Szene setzt. Das ist kein Wing Playmaker. Überhaupt nicht. Also den musst du wirklich in die Plays reinlaufen lassen, musst ihm über Catch and Shoot die freien Würfe geben, Pick and Roll, musst im Post das Mismatch kreieren. Das macht er übrigens, sorry, habe ich bei den Stärken nicht mehr mit aufgeführt, das macht er schon sehr, sehr gut. Also da hat er die Übersicht, er weiß ganz genau, wann er im Mismatch ist, weiß ganz genau, wo er steht und nimmt da häufig schon genau den richtigen Wurf. Sehr, sehr gute Shot Selection, wenn es um den Post geht. Aber seine Ballführung. In der Transitional, schaut euch mal ein paar Transition Fast Break Videos an von ihm, da merkt man schon, oh, der Ball ist, ja, nicht ganz so nah am Mann, wie er eigentlich sein sollte. Und wenn Michael Porter Jr. wirklich mal dazu kommt, den Spielaufbau zu machen, dann merkt man einfach, das ist kein Wingman, der übers Ballhandling kommt. Ist aber auch überhaupt kein Problem, denn da gibt es in der NBA halt auch viele andere, die hauptsächlich Shooter sind. Ich will jetzt Klay Thompson jetzt mit Michael Porter Jr. zu vergleichen, ist vielleicht irgendwie so mit, ja, ein bisschen sehr, sehr krass. Aber Klay Thompson, finde ich, hat jetzt auch nicht das mega krasse Ballhandling. Wobei natürlich Klay Thompson draußen am Perimeter, wenn er seinen eigenen Wurf kreiert, da den Ball schon sehr, sehr gut führt. Das kann Michael Porter Jr. noch überhaupt nicht. Sein Release ist noch viel zu pomadig, viel zu langsam und viel zu statisch und schwer. Wirklich schwer. Also wenn er wirklich von dem Gegenspieler steht und versucht selber zu kreieren, dann ist das so ein bisschen Slow Motion. Laterale Geschwindigkeit. Da muss er einfach noch viel, viel schneller werden. Dann, ja, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit hat auch immer was damit zu tun mit Disbalance. Ist natürlich die Frage, inwieweit das noch was mit seiner Verletzung zu tun hat. Er hat selber gesagt, hey, in diesen 3 College Games, ich habe mich so unglaublich schwer gefühlt. Also überhaupt nicht leicht auf den Beinen. Das wird ein großes Thema sein. Kriegt er das auf die Kette? Und seine Geschwindigkeit im Fastbreak ist gut. Seine Geschwindigkeit, wenn man wirklich das Spiel langsam macht, ist aktuell noch überhaupt nicht seins. Auch in der lateralen Geschwindigkeit, finde ich, bewegt er sich einfach zu unkonstant und hat auch stellenweise vielleicht noch nicht die richtige Körperhaltung, noch nicht die richtige Ballführung. Das muss alles noch verfeinert und deswegen sage ich, man, 3 College Games, vielleicht einfach noch ein College Jahr machen und danach, dir läuft doch nichts weg. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Seine offensive Konstanz, und da kommen wir auch wieder zu seinem Wurf. Es ist halt einfach, wie gesagt, was anderes in der Highschool solche Zahlen aufzulegen, ja. Sorry, wenn man die ganze Zeit immer durchlabert, dann irgendwann verhaspelt man sich auch mal. Highschool ist Highschool. Dann im College waren seine Quoten gut, aber schon nicht mehr so überragend. Auch weil seine Shot Selection dann immer noch gut war, aber natürlich viel mehr Würfe contested sind im College. Und in der NBA wird es dann einfach noch besser verteidigt. Deswegen muss er sich offensiv einfach auch noch ein größeres Skillset draufpacken. Er muss konstanter werden, weil wenn er so, Michael Porter Jr. ist, glaube ich, jetzt nicht der Spieler, der noch mega Entwicklungspotenzial hat, was, wenn es darum geht, sein Skillset zu erweitern. Bin ich jetzt ganz ehrlich von dem, was ich gesehen habe. Deswegen wird es wichtig sein, dass er seine offensive Konstanz, die er momentan noch nicht hat, dass er die stabilisiert. Das ist meine persönliche Ansicht. Und dann hast du einen richtig geilen Transition Fastbreak Catch and Shoot Wingman. Ob jetzt als Shooting Guard, Small Forward. Im Post, wie gesagt, das kann er schon. Das heißt, du kannst ihn auch mal auf der 4 spielen lassen, kannst ihn reinschicken. Hast so gesehen dann eigentlich einen Stretch vor. Also ich kann schon verstehen, warum die Leute angetan sind von ihm, warum auch die Dallas Mavericks angetan sind von ihm. Deswegen gibt es ja auch den Combine. Denn ohne den Combine kannst du diesen Spieler halt jetzt überhaupt nicht einschätzen. Ich habe versucht, das jetzt hier hinzukriegen, aber mit 3 College Games und dem Videomaterial, was es halt jetzt gibt von diesen College Games und seinen Highschool-Dingern, ja, das ist halt nicht aussagekräftig, muss man ganz ehrlich sein. Im Combine siehst du dann einfach, wie macht er sich einfach bei den ganzen körperlichen Übungen, wie macht er sich beim Shooting aus der Mitteldistanz von der Dreierquote, wie macht er sich im Shooting aus dem Dribbling, wie smooth sieht das aus, hat man irgendwie das Gefühl, er ist noch gehandicapt. Ohne den Combine würde ich Michael Porter Jr. niemals picken. Bin ich ganz ehrlich. Das wäre mir einfach eine zu große Mogelpackung. Und deswegen sage ich euch auch, ich sehe Michael Porter Jr. nicht unter
außer die Dallas Mavericks picken ihn natürlich. Wenn die Mavs ihn picken, okay, aber ansonsten würde ich fast sagen, dass ich ihn nicht unter den ersten 5 sehe. 3 College Games, sehr, sehr viele Schwächen, die man sicherlich ausmerzen kann. Ich will ihn auch nicht zu kritisch bewerten, aber ich würde ihn momentan wirklich, und das ist ja auch der Mock Draft Spielraum, den es momentan so gibt, von der 1 bis zur 8, manche gehen auch bis zu 10. 10 kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich würde momentan so sagen, 6, 7, 8, außer die Dallas Mavericks sagen, hey, das ist unser Mann, den wollen wir haben. Dann natürlich auf der 5. Mavs haben 5, oder? Ah, ich komme mittlerweile schon auch völlig durcheinander. Ja, das war's. Ja, wir, naja, 15 Minuten, war mir fast klar. Super interessanter Spieler, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich auch dir nochmal die ganzen College-Stats hingepackt, dass du ja auch einfach einen tieferen Einblick hast. Ich versuche Videos im Hintergrund laufen zu lassen, so dass man das ein bisschen sehen kann, was kann man denn von ihm erwarten. Ansonsten sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Von denen, die ich bis jetzt vorgestellt habe, definitiv am schwierigsten einzuschätzen. Hat trotzdem super Spaß gemacht, sehr selbstbewusster Typ. Und dann werden wir sehen, wo er landet. Ich persönlich finde, ihm fehlt einfach die Erfahrung. Gut, das ist meine persönliche Meinung. Ich sage wieder vielen Dank fürs Reingucken, sehr, sehr viel gelabert. Ich merke schon langsam, dass mein Mund trocken wird, wenn ich hier 15 Minuten am Stück durchlaber. Und nochmal vielen, vielen Dank. Macht mega Spaß. Ich versuche es wirklich bis zum Draft durchzuziehen. Auch wenn diese Videos natürlich jetzt nicht ganz so unaufwendig sind. Aber ich versuche auf jeden Fall die Leute, die euch interessieren, dass wir die noch machen. Und auch Moritz Wagner. Ich weiß, dass ihr Mo unbedingt sehen wollt. Ich mache Mo auf jeden Fall noch. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, wer als nächstes dran ist. Ich glaube, ich muss schon wieder ein Voting machen. Ich bin raus, euer Max. Ciao.